So darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen, mich kurz vorstellen und die Veranstaltung, bevor dann der Vortrag wirklich beginnt. So, mein Name ist Pater Roberto Pirasto, ich bin Karmeliter, unbeschuhter Karmelit und zurzeit auch Präsident der Edi Stein Gesellschaft Österreich. Und diese beiden Organisationen, die ESGÖ, die Edi Stein Gesellschaft Österreich und die Karmeliten, veranstalten schon seit Jahren immer wieder Treffen, Vorträge oder Studientage über diese Heilige von uns, sagen wir Karmeliten natürlich, jetzt als Karmelitin auch gestorben, über Edith Stein. Diese Gesellschaft gibt es bald 10 Jahre in Österreich. Frau Professor Gelfalkowitz ist von Anfang an dabei gewesen und auch Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirates und sehr aktive Förderin, besonders auch durch neue Ideen und durch das Halten solcher Vertiefungsveranstaltungen. Das heutige Thema ist, wie der Titel schon sagt, der Weg der heiligen Edi Stein vom Unglauben zum Glauben. Und dann kommt aber der Zusatz, der sehr spannend ist, über das Denken oder durch das Denken. Etwas, was einige jetzt, wo ich begonnen habe, Werbung zu machen für die Veranstaltung, ein wenig gereizt hat. Die Frage also, kann man durch das Denken zum Glauben kommen? Der Glaube ist doch irrational oder ja, wie auch immer. Ist es wirklich der Weg, der Denkweg Edi Steins, der das möglich macht, dass sie glaubt? An sich eine spannende Frage, eine klassische Frage auch. Das Verhältnis des Denkens bis zum Glaubensakt. Wir werden heute sicher einiges hören, weil ich selber glaube, dass Edi Stein ein wunderbares Beispiel ist für diesen Weg eben, also für die Hilfe des Denkens auf dem Weg zum Glauben und nicht das Denken als Hindernis zum Glauben, wie von manchen behauptet wird. Nun, Frau Professor Gelfalkowitz, stelle ich Ihnen nur kurz vor, weil ich wohl annehme, dass die meisten von Ihnen sie kennen, möchte es aber doch bei jedem Vortrag auch tun. Frau Professor Gelfalkowitz ist momentan, ich fange jetzt von der jetzigen Stelle an, akademischen Stelle, Präsidentin des EUFRAT. Das ist das Institut, das Europäische Institut für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Im Stift Heiligenkreuz bei Wien. Das ist eine Freude, dass sie auch immer mehr in Österreich präsent ist. Sie hat studiert, also Promotion in München 1971 und war auch Studienleiterin für fast 10 Jahre an der Burg Rothenfels am Main und hat in München wiederum in Philosophie habilitiert. Nach verschiedenen Professuren, also Gastprofessuren in Deutschland und auch in Trient in Italien, wurde sie Professorin für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten für einige Jahre und die längste akademische Stelle, Lehrstuhlinhaberin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Nach der Emeritierung hat sie ihre Tätigkeit in Heiligenkreuz an der Theologischen Hochschule fortgeführt. Sie ist Mitglied in verschiedenen Gremien und Stiftungen. Ihre Interessen sind sehr weit gefächert. Was uns heute besonders interessiert, ist ihr eindeutiges Interesse für Edi Stein. Sie zählt sicher zu den größten Expertinnen über diese Persönlichkeit jetzt in der Welt. Und daher also Kuratorin auch der Gesamtausgabe, der Edi Stein Gesamtwerke eben. Und für uns ganz wichtig, Mitglied und Förderin unserer Gesellschaft. So danke ich Ihnen noch einmal für die Bereitschaft. Im Voraus sage ich den Teilnehmenden, dass es eine ganze Reihe sein wird über Edi Stein. Frau Professor hat sich bereit erklärt, alle 2 Monate so einen Vortrag zu halten. Ein richtiger Crashkurs in einem Jahr in Edi Stein. Aber Sie bekommen die Meldungen natürlich über E-Mail.
So wünsche ich Ihnen, uns allen, noch einen spannenden Abend und einen schönen Vortrag. Lieber Pater Roberto und verehrte Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr. Wir werden den Vortrag ja auch mit einem Gespräch abrunden und darauf freue ich mich auch besonders, denn ein solches Thema muss besprochen werden. Wir bewegen uns in einem Feld zwischen Vernunft und Glaube. Und ich bin schon sehr erfreut, dass es Irritationen da gegeben hat. Das ist immer ganz wichtig. Aber gleich von Anfang an, zwischen Vernunft und Glaube besteht in der Tat ein Zusammenhang. Und Edith Stein steht dafür. Wir werden den Weg langsam gehen, sodass Sie sehen, wie diese These dann sich letztlich aufbaut. Aber für die, die Reserven haben für diese These, gleich gesagt, im Letzten bedarf es dann eines Sprunges. Also der Glaube ist nicht eine logische Weiterentwicklung von Denken. Natürlich, aber bis dahin geht ein sehr guter Weg und die Philosophie kann zumindest eines tun, wenn ich es negativ formuliere, nämlich eine Menge Schrott wegräumen. Und Husserl hat an dieser Stelle auch sehr viel Schrott von Vorurteilen erst einmal weggeräumt. Dann natürlich aber auch positiv eine Form von Denken, die einfach Tore aufstößt. Wir werden dieses Denken heute nachvollziehen. Ich habe zwei Teile. Die Vita mache ich sehr kurz. Die setze ich jetzt einfach voraus. Kann ich immer, oder wir wollen jetzt uns nicht immer dabei aufhalten. Aber die zwei Teile bedeuten, dass ich zunächst einmal Husserls Phänomenologie charakterisiere. Warum hat Husserl in seinem Schülerkreis erstaunlich viele Konvertiten gehabt? Und zwar in einem Maße, das ihm selber peinlich war, ausgesprochen peinlich. Husserl hat es darauf nicht angelegt, aber dennoch hat er in der Art und Weise seiner disziplinierten Denkmethode offenbar relativ viele Agnostiker, wenn nicht Atheisten, in eine Aufmerksamkeit des Sehens, Sehen gleich Erkennen, geführt, die dann letzten Endes nur noch einen Schritt in ein bestimmtes Bekenntnis bedeutet hat. Also zunächst mal Phänomenologie und auch die Frage, wie weit sich Edith Stein hier einarbeitet. Und der zweite Teil dann die Arbeit an der Anthropologie. Edith Stein wird über den Menschen schreiben und wir werden darin sehen, auch hier denkend, dass wir hier in der Erfassung, in der Phänomenologie des Menschen bereits Hinweise haben, dass wir in der Selbsterfahrung und in der Fremderfahrung der Anthropologie Wege in die Transzendenz haben. Sie hören bitte Transzendenz noch nicht religiös. Es gibt eine nicht religiöse Transzendenz, mit der beginnen wir. Das ist schon mal ganz wichtig. Also im Unterschied zu anderen Lebewesen, Pflanzen, Tieren, ist der Mensch einer, der sich beständig überschreitet. Das ist noch nicht religiös formuliert, das können wir aber zeigen. Und in die religiöse Transzendenz geht dann nochmal ein Schritt. Also zwei Teile. Wir beginnen mit der ganz winzigen Übersicht nur über das Leben, aber dann eben mit einer Einführung in die Phänomenologie. Und von dort her gehen wir in die Anthropologie Edith Steins. Ich zeige Ihnen hier Band 14 der Gesamtausgabe, einfach damit Sie auch einmal sehen, diese übrigens grafisch auch sehr schön gestaltete Gesamtausgabe, mittlerweile 28 Bände. Immer ein Foto Edith Steins. Hier ist sie sehr stark als Lehrerin abgebildet. Mittelscheitel, sehr streng. Der Aufbau der menschlichen Person heißt das. Daraus nehme ich heute einen Teil. Nicht alles, aber vieles. Was ich sage, ist in verschiedenen Schritten dann auch in meinem eigenen Buch enthalten. Unerbittliches Licht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Unerbittliches Licht. Versuche zu Philosophie und Mystik Edith Steins. Das ist in Dresden herausgekommen. Sie finden es im Internet, wenn Sie es haben wollen. Und ich weise noch hin, etwas, was ich mit meiner Assistentin gemacht habe, Beate Beckmann, die viele auch kennen. Edith Stein, Themen, Bezüge, Dokumente, ist auch ein sehr schöner Sammelband. Und letztlich, abschließend, das ist im Verlag Heiligen Kreuz, B&B, erschienen. Das ist der große Kongress gewesen 2015 in Wien und Heiligenkreuz. Ich nehme an, dass Pater Roberto das auch im Verkauf hat. Ja. Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie. Ja? Also ich beziehe mich darin auch auf einen Beitrag, den ich selber da drin geschrieben habe.
Ich rede nicht nur davon, aber wenn man das nachlesen will, kann man das darin auch finden. Pater Roberto hat ja auch eine ganze Bibliothek, glaube ich, ne? In der sind solche Dinge vorhanden. Oder? In Wien haben wir eine Edith-Stein-Bibliothek, die zur Verwendung offen steht, ja, wo wir versuchen, das meiste zu sammeln. Wenn wir alles haben, weiß ich nicht, aber fast alles. Ja. Schön. Ja, ganz kurz zur, also eine ganz kleine Skizze einmal Edith Steins. Und zwar lege ich Wert auf eine doppelte Zeichnung. Edith Stein ist verflochten in ein Helldunkel. Es ist mir immer ein Anliegen, Edith Stein nicht nur von Auschwitz her zu lesen. Auf Auschwitz geht die zweite Hälfte ihres Lebens zu, sehr steil, sehr intensiv, sehr dunkel. Aber die erste Hälfte des Lebens Edith Steins ist ausgesprochen hell. Wir sollten das nicht vergessen, weil wir sonst, glaube ich, auch in ein etwas schiefes Urteil kommen. Und die Thesen, von denen wir jetzt sprechen, verdanken sich zu einem großen Teil sogar dieser hellen Phase, als sie in die wissenschaftliche Welt hineinwächst und dort auch tatsächlich eine Meisterschülerin wird. Also hell-dunkel. Ein hell-dunkel des 20. Jahrhunderts. Vor 130 Jahren jetzt, geboren in Breslau, jetzt polnisches Wrocław, jüdische Familie, damals kleinbürgerlich, Kohlenhandel, aber binnen kurzer Zeit, im allgemeinen Aufstieg Deutschlands, nach 1870, nach dem Sieg, nach dem letzten Sieg über Frankreich, in eine Explosion von Wissenschaft, Kultur, aber auch in eine Geldexplosion geraten, arbeitet sich die Mutter, Vater früh verstorben, in eine sehr gute, gutbürgerliche Stellung hinein, wenn man das Haus, das die Mutter gekauft hat, heute in Breslau besucht. Es steht, es ist ein klassizistisches, sehr großes Haus, sehr opulent, also vom Kleinbürgertum jetzt nicht mehr, ist nicht mehr die Rede. Und die zwei jüngsten Töchter, Erna und Edith, dürfen studieren. Das ist bereits ein Durchbruch. Das war für die älteren Geschwister nicht mehr möglich. Erna wird Gynäkologin, Medizinerin. Edith Stein studiert ein vollständig brotloses Fach. Zunächst bei Breslau Psychologie, Germanistik, damit kann man in die Schule gehen. Aber eben auch Philosophie. Und das bedeutet, dass die Mutter Stein, ihre jüngste, begabteste, wahrscheinlich geliebteste Tochter, im Grunde genommen in eine Art von freies Studium entließ. Also die Frage, was man damit einmal anfangen könne, stellte sich dann offensichtlich zunächst einmal nicht. Also man darf sich hier nicht beschränkte, also auch nicht in einem elementaren Sinne finanziell beschränkte Verhältnisse vorstellen. Also es ist nicht üppig, aber es gibt diese Freiheiten. Die Mutter hält durch dieses Geschäft tatsächlich den Kindern den Rücken frei. Die Brüder werden Kaufleute. Edith Stein wird im dem Gymnasium eben auch zu dieser Generation von jungen Frauen gehören, die nun ohne Probleme als erste Generation nun Abitur machen und als erste oder zweite Generation vielleicht besser in die Universität gehen und eben dort in Geisteswissenschaften, deren berufliche Ausgestaltung nicht sehr deutlich ist. Als Schülerin schon Frauenrechtlerin wird sie dann Schülerin des bedeutenden Philosophen Edmund Husserl, mit dem wir uns befassen. Sie wird 1916 promovieren, summa cum laude, wird die erste deutsche Privatassistentin in Philosophie. Ihr Nachfolger heißt Heidegger, ein Kommilitone. Dann allerdings erfährt dieses hochstrebende Leben, also dieses auch sehr von sich überzeugte Leben, wie sie es auch in der Autobiografie durchaus selbstkritisch schreibt, einen wirklichen Einschnitt. Die Gymnasiastin hatte sich im Alter von 14 Jahren, wie sie sagt, das Beten abgewöhnt und wirft sich in einem sehr späten notierten Zettel bei Exerzitien den bewussten Unglauben, den radikalen Unglauben ihrer Jugend vor. Das ist wichtig, wir behalten das, denn von da aus betrachten wir ja auch dann den Weg, den sie im Denken vollzieht. Wir halten bitte den Ausdruck radikaler Unglaube fest, aus dem Grunde, weil das nicht nur ein Hineinschlittern in ein Vergessen des Betens bedeutet, sondern es ist ein Entschluss. Edith Stein hat sich definitiv entschlossen, nichts mehr zu glauben. Damit steht sie auch in ihrer Zeit. Was sie vom Judentum ihrer Mutter und ihrer Familie und ihrer Herkunft mitbekommt, ist eher
sind eher Familienfeste. Natürlich wird der Freitagabend als Sabbatabend gehalten. Natürlich werden die Feste gefeiert. Sie beschreibt das alles. Ich empfehle, das zu lesen. Aber in der Tat hat sie in einem tiefen Sinne von der Theologie des Judentums nicht viel gewusst. Das ist deswegen wichtig, weil sie erst als Christin begreift, im Grunde begreift, was das Judentum ist. Sie hat wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt das Alte Testament gelesen, als sie sich taufen ließ. Das heißt, wir können gar nicht in einem sehr genauen Sinne von Konversion reden, sondern im Grunde genommen von einem Ergreifen eines Glaubens, in dem sie wieder erwarten, den nie verstandenen, nie wirklich theoretisch aufgegriffenen Glauben ihrer Herkunft zum ersten Mal begriffen hat und zu einer sehr großen Freude begriffen hat, dass sie nichts verließ. Das war ja der bleibende Schmerz ihrer Mutter und auch der Tochter, dass Edith Stein scheinbar, aber eben nicht wirklich, den Glauben der Väter verlassen hatte. Also mit 14 Jahren beginnt diese sehr schlimme, also diese sehr negative Phase in ihrem Abiturzeugnis. Übrigens hat sie keinen Eintrag in Religion, weil sie sich abgemeldet hatte. Sie hat den Religionsunterricht nicht mehr besucht bei dem Rabbiner. Wir haben aber dann im Einschnitt eben Erfahrungen. Erstmal verliert Deutschland den Krieg, damit ist die finanzielle Sättigung, die finanzielle Möglichkeit, einfach frei darauf hinzuleben, tatsächlich auch beendet. Davon abgesehen, dass Edith Stein wie ihre ganze Familie natürlich sehr national war, führe ich jetzt nicht aus. Das zweite sind zwei gescheiterte Liebesversuche gegenüber zwei Kommilitonen, übrigens zwei Nicht-Juden. Die Sehnsucht dieser jungen Frau wird nicht bearbeitet. Ein dritter Gedanke ist die Schwierigkeit, eine Habilitation zu ergreifen. Husserl nimmt sie nicht an, also die offene Frage ihres Berufes. Die wird bis 1932 offen bleiben, weil sie nicht eigentlich Lehrerin werden wollte. Vier Habilitationsversuche scheitern, der letzte scheitert, weil sie ihn selber abbricht. Das heißt, die Zukunft ist überhaupt nicht definiert. Und ein letzter Punkt, sie kommt in eine große, große persönliche Krise. Philosophie befriedigt sie nicht mehr in der Frage der Sinnsuche. Wir haben in der Autobiografie zwei Andeutungen eines suizidalen Wunsches, nicht aktiv, aber passiv. Von einem Auto überfahren werden, nicht mehr aufwachen. Können Sie nachlesen. Das heißt, in diesen Phasen, das geht jetzt bis 1921, hat Edith Stein eine ausgesprochene dunkle Zeit, vermutlich 3 Jahre lang eine Wüstenwanderung. Sie beginnt jetzt zu lesen, Neues Testament, Augustinus, Luther, denn der Protestantismus schien für eine mögliche Konversion näher als der Katholizismus. Sehr viele Juden dieser Phase wurden natürlich auch, wurden in der Tat Protestanten. Aber die letzte Entscheidung fällt längere Zeit nicht, bis sie dann über die Lektüre der Autobiografie der Teresa von Avila zu einem Entschluss kommt. Der letzte Entschluss dann doch sehr zusammengedrängt in einer Nacht, also sie liest das Buch wesentlich früher, aber dann in einer Nacht im Juni 1921, 3 Entscheidungen, sich taufen zu lassen, also Christin zu werden, aber Katholikin zu werden und Karmelitin zu werden. 1923 bis 31 dann 8 Jahre im Schuldienst in Speyer, 1932 nach Münster an eine Hochschule als Dozentin, eine sehr adäquate Stelle, also wirklich die Stelle, die dann wirklich auch für sie maßgeschneidert war. Dem verdanken wir eben dieses Buch über den Aufbau der menschlichen Person. Nach der Machtergreifung Hitlers wird Edith Stein sehr schnell wahrnehmen, dass sie in diesem Staat eine akute Bedrohung zu bestehen hat, sie und ihre ganze Familie, viel früher als andere, und wird die Kündigung selbst aussprechen. Sie wird dann ihren tiefsten Wunsch erfüllen, in den Karmel einzutreten, im Oktober 33 in Köln. Dort bleibt sie bis Silvester 38. Nach der Wahl 1938 war sie als Jüdin registriert worden. Und ab da war natürlich ihr Verbleib im Kölner Karmel auch schon gefährdet.
Das Kloster Echt über der Grenze ist ein Filialkloster, gegründet im Kulturkampf unter Bismarck. Edith Stein wird dorthin wechseln. 1940 werden die Nazis Holland besetzen. Ab da spricht das Kloster übrigens dann holländisch. Die meisten Schwestern waren Deutsche, aber das ist jetzt ein Akt sozusagen inneren Widerstandes. Und Edith Stein wird noch ihre letzten Arbeiten schreiben. Am 2. August 1942 wird sie mit ihrer leiblichen Schwester Rosa, die dort als Pförtnerin arbeitet, von der Gestapo abgeholt. Es fällt der berühmte Satz, wir gehen für unser Volk. Wir können das vielleicht im Gespräch nochmal aufgreifen. Es hat nämlich auch eine, kann eine doppelte Bedeutung haben. Am 9. August, ziemlich sicher, wird sie mit ihrer Gruppe, also mit, überhaupt nur mit katholisch getauften Juden aus Holland, deren Namen wir vielfach kennen und deren Schicksale wir nachvollziehen können, an der Rampe in Auschwitz ausgeladen und im nahegelegenen Birkenau vermutlich auch sofort vergast. Es gibt kein Grab von ihr, sie wird verbrannt. Ein ungewöhnliches Leben. Wir haben also auf der ersten Hälfte dieses Lebens eine steile und selbstsichere Karriere und dann einen ganz deutlichen Bruch. Und dann wendet sich Edith Steins Leben, Denken wirklich nach innen und nach unten, man muss das sagen. Sie geht in eine Nachfolge Jesu über, in eine sehr tiefe Nachfolge, die gipfelt in ihrem Testament 39 in der Hingabe ihres Lebens. Für 5 offene Stellen, die ich jetzt nicht nenne, vielleicht können wir das später im Gespräch noch aufgreifen, weil damit vermutlich auch eine Frage verbunden ist. Das heißt, sie gibt ihr Leben. Sie gibt ihr Leben bewusst, ohne zu wissen, dass das in Auschwitz enden wird. Papst Johannes Paul als Bischof von Krakau, auch Bischof von Auschwitz in seiner Zeit, hat sie selig gesprochen, dann heilig gesprochen und 1999 zur Patronin Europas ernannt. Das ist ein Riesensprung, denn es gibt nur 3 Frauen und die Katharina von Siena, Brigitta von Schweden sind 14. Jahrhundert. Das heißt, wir haben einen Sprung über 600 Jahre. Edith Stein ist die modernste, wenn nicht sogar schon spätmoderne Heilige und Patronin Europas. Ein intellektuelles Leben, aber auch wohl ein mystisches Leben, obwohl sie zu denen gehört, die darüber nicht schreiben. Was sie in ihrer Mystik, in ihren letzten Arbeiten schreibt, hat keine Ich-Formulierungen. Und dennoch können wir vermuten, dass vieles, was sie an Johannes vom Kreuz deutet, aus eigener Erfahrung kommt. Und es ist ein sehr schwieriges Werk, das sie deutet. Und es ist, legt in sehr vielen Fällen durchaus nahe, dass sie das einfach deswegen auch interpretieren kann, weil sie ähnliche Erfahrungen macht. Trotzdem aber, und damit für jetzt diese Passage abgeschlossen, gehört Edith Stein zu den Denkerinnen, aber auch zu den persönlich wirklich in einer Nachfolge Jesu stehenden Menschen, die sich selber nicht thematisieren, wenig thematisieren. Wir wünschen uns mehr. In den Briefen ist es mehr durchbrochen, aber in den Schriften wenig. Und das hat nun bereits mit ihrer Philosophie zu tun. Das ist die Überleitung nun zu meinem ersten großen Teil. Wie wird Edith Stein im Denken geschult? Was nimmt sie mit und was nimmt sie mit auch in ihre Arbeiten, die später dann religiöse Thematisierungen haben? Ja, der Einsatz. Was ist Phänomenologie und was bedeutet Husserl für Edith Stein in diesem Eindringen? Ich überspringe die Phase in Breslau, das sind 4 Semester, in denen sie übrigens schon ziemlich kritisch zuhört. Also weder der Psychologe Stern noch der Philosoph Phönixwald überzeugen sie. Also sie kommt schon mit einem ziemlichen Selbstbewusstsein an. Schon als Erstsemester findet sie die Vorlesung nicht besonders ansprechend. Gut. Aber sie fliegt dann 1913, sie fliegt wirklich wie ein Vogel fliegt, nach Göttingen, zu Husserl. Göttingen ist damals erstaunlicherweise eine Welthauptstadt der Mathematik. Göttingen hatte damals eine unglaubliche Bedeutung als Zentrum für Mathematik. Edith Steins Cousin Richard Courant ist übrigens dort, mit dem sie dann auch Verbindung hat, der später in die USA auswandert
und in New York weiter lehrt. Courant gehört bis heute zu den, ja, also zu den großen Namen der Mathematik. Aber grundsätzlich ist Göttingen zunächst mal nicht durch die Philosophie, sondern eben durch diese in der Tat Weltgeltung für Mathematik bekannt. Aber Husserl trägt nun auch Philosophie in diese bedeutende, den bedeutenden Namen Göttingens damals ein. Was meint das? Um Edith Steins Denken und Leistung zu verstehen, muss man ihre gedankliche Herkunft aus dem 19. Jahrhundert und dann ihre Schulung bei Edmund Husserl im 20. Jahrhundert betrachten. Husserl, 1859 in Mähren geboren, also Altösterreicher, Prosnitz, unfern übrigens von Auschwitz, und 1938 in Freiburg gestorben, in Günterstal begraben. Man kann fast sagen, Gott sei Dank gestorben. Es ist ihm weiter nichts geschehen, aber wer weiß, was hätte geschehen können. Husserl steht in der Reihe der großen Namen deutschsprachiger Philosophie. Dieser Bogen spannt sich von Kant, gestorben 1804, bis zu dem Husserl-Schüler Heidegger, also dem Kommilitonen Edith Steins. Wir können das etwa bis Mitte der 30er Jahre rechnen. Heidegger, das letzte große Genie dieser Richtung. Wir befassen uns jetzt nicht mit seiner Nazi-Ideologie, das interessiert es nicht. Aber davon abgesehen ist Heidegger in der Tat ein Genie, das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Man kann sich eben auch fragen, wieso ein Genie in diesem Sinne so blind sein kann gegen eine Ideologie. Gut, ich vertiefe das jetzt nicht. Aber zwischen Kant und Heidegger ist die Wissenschaftssprache der Philosophie erstmal immer in Deutsch. Eine Vordenkerschaft, und zwar warum? Kant hatte im Unterschied zu vorangegangenen philosophischen Richtungen seine ganze Denkqualität in die Erkenntniskritik gerichtet. Edith Stein liest Kant, sie zitiert ihn, sie behandelt übrigens das Thema Freiheit auch auf der Basis von Kant. Und um das vorwegzunehmen, gleich auf den Punkt zu bringen, Kant ist bis heute die Autorität in der Erkenntniskritik. Nicht, dass man nicht weiterdenken könnte, Husserl hat ihn weitergedacht, aber Kant ist wesentlich unhintergehbar. Was bedeutet, dass seine Erkenntniskritiken bis heute Maßstab überhaupt für Erkenntniskritik sind. Ich sage nochmal, unbeschadet dessen, dass man das weiterdenken kann. Aber weiterdenken heißt nicht für falsch erklären und heißt auch nicht eigentlich nur überholen, sondern es heißt einfach zunächst mal noch andere Gebiete betrachten oder andere Perspektiven aufziehen. Auch die Phänomenologie ist eine andere Perspektive. Und Husserl bedenkt in diesem Sinne jetzt einfach hin das, was Erkennen ist. Ich möchte das in ein Bild kleiden. Husserl untersucht das Auge, das erkennt, aber er untersucht nicht mehr Erkenntnisgegenstände wie die Welt, auch nicht mehr wie einzelne Dinge, auch nicht die Frage. Natürlich untersucht er, was ist der Mensch, solche Dinge schon. Aber die eigentliche Leistung Husserl, die eigentliche Leistung Kants, ist, dass er eine Kritik des Erkenntnisinstrumentes selber leistet. Und ich sage noch einmal, das ist unhintergehbar. Dabei hat er etwas entdeckt, was bis heute steht und was dann natürlich auch eine spätere Verengung im sogenannten Kantianismus gebracht hat. Aber Kant bitte nicht mit dem Kantianismus verwechseln. Ich gebe ein Beispiel. Die Art und Weise, wie wir denken, ist jetzt nicht eine subjektive Frage. Natürlich denken wir auch subjektiv, das ist aber kein Thema der Philosophie. Sondern wie ist Denken grundsätzlich strukturiert? Mit anderen Worten, konstituiert. Das wird das Wort, das wir jetzt auch gleich brauchen. Konstitution bedeutet eine nicht änderbare Vorgabe unseres Denkvorgangs selbst. Das heißt etwas, die Art und Weise, wie wir denken müssen. Das hat mit Meinung nichts zu tun, das hat auch mit Erfahrung zunächst einmal gar nichts zu tun. Konstitutiv sind Vorgaben, in deren Rahmen wir denken. Wenn wir das ganz modern ausdrücken, dann würde man das heute Framing nennen. Husserl, ich gebe ein Beispiel, hat zwei Denkvorgaben, hat sehr viel mehr, aber die kennzeichne ich jetzt, gegeben, mit denen wir in der sinnlichen Anschauung arbeiten. Nämlich, dass wir in der sinnlichen Anschauung sehen, gleich erkennen,
in Zeit und Raum sehen. Und das können wir nicht ausschalten. Wenn wir ein Objekt zum Thema unseres Nachforschens machen, sind wir nicht jenseits von Zeit und Raum, sondern wir sehen grundsätzlich auch in der sinnlichen Wahrnehmung Dinge immer auf der Zeitachse und in der Aufspannung im Raum. Es ist nicht möglich, das auszuschalten. Und das heißt jetzt bei Kant nicht in einem eigentlichen Sinne eine Skepsis. Erst der Kantianismus wird skeptisch. Aber bei Kant heißt es dann natürlich auch in der Formulierung, dass wir das Ding an sich außerhalb von Zeit und Raum nicht denken. Kant hat also die konstitutive Bedeutung von Zeit und Raum für unser Wahrnehmen gezeichnet. Ich gebe gleich die Position, die sich daraus ableiten kann, die also dann auch skeptisch werden kann, nämlich mit Hilfe von Heinrich von Kleist. Gehört zur deutschen Klassik. Es gibt die berühmte Stelle bei Kleist, 1801, wo er schreibt: Wenn ein Mensch nun mit einer grünen Brille geboren wäre, die ihm angewachsen ist und die er nicht mehr abnehmen kann, würde er die Welt grün sehen. In der Tat. Bei Kleist ist das nun ein Ausdruck von Verzweiflung, nämlich im Sinne, dass wir zwar sowas wie eine angeborene Brille offensichtlich wohl wahrnehmen oder vermuten, gleichzeitig aber sozusagen ohne Brille uns nicht wirklich zurechtfinden könnten. Wir können sie nicht abnehmen. Für Kleist ist das ein Akt der Verzweiflung. Für Kant, der sehr viel abstrakter dasselbe sagt, ist es kein Akt der Verzweiflung, sondern es ist ein Akt der tatsächlichen Beschreibung unseres Erkennens. Warum erzähle ich das? Weil wir bei Husserl einen bestimmten Ausweg aus diesem, nicht Dilemma, aber aus dieser Faktizität haben. Und bei Kant heißt es nun, dass wir das Ding an sich, so wie es sich außerhalb von Zeit und Raum darstellt, nicht sehen, aber grundsätzlich eben mit diesen konstitutiven Vorgaben unseres Denkens das Ding für sich, für uns wahrnehmen. Warum ist das wichtig? Der Kantianismus hat mit dieser Überlegung eine längere Phase des Philosophierens gelähmt. Und zwar bis zu dem Punkt, bei Kleist haben wir schon eine Andeutung, dass im Grunde genommen unser Erkennen eingeschlossen sei. Es gibt ja noch sehr viel mehr konstitutiver. Und in diesem Sinne die Welt uns entzogen sei. Das geht in der Einseitigkeit, ich nenne den Namen Max Stirner, so weit, dass wir eine je isolierte Eigenwelt haben, die wir sehen, erkennen, also dann auch noch eigene konstitutive Vorgaben, die wir nicht durchbrechen können, sodass wir in einer isolierten Erkenntnis von Welten nebeneinander stehen. Also jedes Subjekt erkennt seine eigene Welt. Das ist übrigens gerade nicht Kant, will das nochmal sagen. Wenn Sie bedenken, dass wir heute in der Pluralisierung unserer Weltsichten eine ähnliche Vorgabe wohl auch denken, genauso falsch wie bei Stirner übrigens. Wir leben nicht in je Einzelwelten, dagegen spricht schon die Sprache. Aber man kann das bis zur Verzweiflung durchtragen, das heißt, jeder ist in seiner eigenen Welt eingeschlossen. Und daher auch die Bedeutung der sogenannten Weltanschauung, die dann auch tatsächlich als Begriff wichtig wird. Jeder seine eigene Weltanschauung, dann geht es schon ganz ins Subjektive über. Und in dem Sinne lebt, denkt, sieht jedes Individuum in einer Art von Isolation. Und die Verbindung zwischen den einzelnen Individuen wird immer schwächer, immer weniger stark. Ich habe jetzt sehr stark abstrahiert. Man kann den Kantianismus nicht über diesen Kamm nur scheren. Ja, bitte. Aber trotzdem war gerade die Generation Edith Steins im Augenblick, wo sie die Universität betrat, mit diesen Thesen einer kaum überbrückbaren Subjektivität, auch psychologischen Einschränkungen der jeweiligen Erkenntnis belastet. Und hier hat Husserl den Durchbruch geschafft. Deswegen ist die Jüngerschaft, das hat fast einen religiösen Charakter, die Jüngerschaft bei Husserl in einer Weise an dem Meister gehangen, weil er tatsächlich wieder Welt geöffnet hatte. Und zwar genau diese Einschränkung, diese Form einer unglaublichen Skepsis.
also geradezu isolierten Stellung des Menschen oder jedes Menschen in der Welt überwunden hatte. Wie tut er das? Husserl folgt Kant. Nein, ich sage noch einen Satz voraus. Husserl hat übrigens in einer meisterhaften Arbeit bereits gezeigt, dass Historismus, also sozusagen die reine Vergeschichtlichung des Denkens, Relativismus und Psychologismus, lauter subjektive Disziplinen, den Erkenntnisvorgang im Grunde genommen überhaupt nicht beschreiben. Er hat eine Widerlegung des Psychologismus, des Historismus, überhaupt des Relativismus vollzogen. Denken ist in einem bestimmten Sinne relativ, aber nicht in einer Tiefe, die Husserl gezeigt hat. Zum Beispiel hat es gezeigt, an der Mathematik, dass 2 und 2 4 ist, ist weder psychologisch noch ist es historisch grundiert, noch ist es überhaupt relativ. Die Frage, wie weit die Mathematik hier als Beispiel dann auf andere Felder angewendet werden kann, spare ich mir jetzt. Aber mit Husserl ist es im Grunde erledigt. Ja? Also das ist bis heute erledigt, bitte. Dass wir im logischen Aufbau des Denkens nicht psychologisch argumentieren. Sie können das nachher auch nochmal abfragen, wir können das auch deutlicher machen. Aber jetzt zu Husserl. Was leistet er? Husserl hat eine geniale Frage gestellt, dieselbe wie Kant. Die Frage heißt, wie erkenne ich? Simpelste aller Fragen. Kant betont wie. Die Medien, mit denen wir, nochmal mit dem das Auge, mit dem wir sehen, die logische Qualität, mit der wir denken, wie erkenne ich, kann man das im Einzelnen sagen, zuspitzen, das hat Kant vollzogen in seiner berühmten Erkenntniskritik. Husserl nimmt denselben Satz und betont etwas anderes. Wie erkenne ich etwas? Also wie erkenne ich etwas, so heißt der Satz. Nicht nur wie erkenne ich. Kant hat betont, wie erkenne ich etwas, und Husserl betont, wie erkenne ich etwas. Mit anderen Worten, er bleibt völlig bei Kant. Aber er nimmt nun die gewonnenen, geschärften Erkenntnisinstrumente nicht mehr zur immer weiteren Schärfung dieser Instrumente selbst, sondern wendet sie jetzt auf Gegenstände an. Gegenstand ist die Welt schlechthin. Ich gebe einen sehr schönen Satz von Max Scheler, den wir hier auch nennen müssen, auch aus zweiten Lehrer Edith Steins, der einen reizenden Vergleich gemacht hat. Scheler sagte, dass die Philosophie sich in einem Operationssaal befunden habe. Auf dem Operationstisch liegt die Welt als Gegenstand des Denkens. Während der Operateur nun die Messer schleift, immer schärfere, feinere Messer hat, das war Kant, aber bis er zum Operieren kommt, der Patient bereits verstorben ist. mit anderen Worten, das 19. Jahrhundert hat sich für Welt nicht mehr interessieren können. Und damit ist natürlich der Patient selbstverständlich schlecht behandelt, auch wenn die Messer scharf sind. Und nun sagt Scheler, also sinngemäß den sehr schönen Satz, und statt des blitzenden Auges, mit dem die Operateure auf die Welt sehen, gilt nun wieder das große aufgeschlagene Auge, die ausgestreckte Hand. Also nun kommen wir mit geschärften Instrumenten endlich wieder an den Patienten heran. Ein zauberhaftes Beispiel, damit haben Sie es vor Augen. Was heißt jetzt etwas? Wir behalten alle erkenntniskritischen Gewinne, aber wir wenden uns nun etwas zu. Und jetzt bereits bitte das Missverständnis beenden, wenn es denn da gewesen wäre. Etwas sind nicht die einfachen Sachen. Dazu brauche ich keine Philosophie. Ich brauche keine Philosophie, um Bus zu fahren, um zu wissen, dass Äpfel Äpfel sind. Ich brauche auch keine Philosophie, um mich in der Welt zurechtzufinden. Das ist nicht das Geschäft der Philosophie. Vielmehr, etwas bedeutet nicht naiv. Die mir sinnlich zugängliche Welt, da kenne ich mich ohnehin aus. Dazu genügt auch die normale Sprache. Sondern was die Philosophie interessiert, sind jetzt nicht die Sachen in ihrer sinnlichen Gegenständlichkeit. Vielmehr, und jetzt kommt der Ausdruck, das, was nicht die Sachen als reale, konkrete, haptische, materialisierte Gegenstände, sondern das, was ihr Wesen ausmacht. Woher weiß ich, dass ein Apfel ist? Nicht ganz so leicht zu beantworten. Und es bedeutet, dass ich nicht den sinnlichen
greifbaren Apfel von mir thematisiere, sondern das Phänomen Apfel untersuche. Die Phänomenologie untersucht nicht die gegenständliche Welt, wie sie ist, sondern die gegenständliche Welt, wie sie erscheint in ihrem Wesen. Das bedeutet, dass ich aus den vorhandenen Äpfeln, die wurmstichig, gelb, grün, unreif sind, nun das Wesen des Apfels herauslösen muss, aber natürlich sehr wohl aus dem Phänomen vieler Äpfel. Das heißt, ich muss sie wahrnehmen und ich muss nun feststellen, inwiefern diese verschiedenen, durchaus völlig unterscheidbaren und vielleicht auch ziemlich merkwürdig erscheinenden Äpfel dennoch Äpfel sind. Wir halten bitte fest, die Phänomenologie untersucht nicht die Ontologie, nicht das Sein der Dinge. Das halten wir bitte fest, weil darin Edith Stein später einen anderen Schritt machen wird. Aber die Phänomenologie Husserls untersucht das Erscheinen, und zwar im Sinne darauf hin, wie sich verschiedene Erscheinungen in ihrem Wesen dann beschreiben lassen. Erscheinung bitte kein religiöser Ausdruck. Ja? Also das Phänomen kommt von Phos. Phos heißt Licht, Phainein heißt Scheinen. Und die Dinge erscheinen uns zunächst. Husserl spart sich also eine Frage, und das ist wichtig. Er spart sich die Frage, ob die Dinge auch existieren, die er als Erscheinung sieht. Ich mache das gleich mit Beispiel. Das heißt, jetzt beginnt die klassische Arbeit, mit der Edith Stein nun auch vertraut wird, die zu ihrem eigenen Handwerkszeug wird. Auch sie wird in der Schule Husserls nun in einer Weise zu den Wesensbestimmungen vordringen müssen, methodisch. Und diese Wesensbestimmungen, noch einmal, sind nicht identisch, sind nicht einfach das, was uns als sinnliche Gegenstände vorliegt. Ich gebe gleich die drei Beispiele, die Husserl in der Regel aufgibt. Die sind sehr kompliziert. Hätten wir ein Seminar, würden Sie dieselben Aufgaben erhalten. Sie können sie aber natürlich auch durcharbeiten. Husserl hatte in der Regel in Göttingen einen Aschenbecher dabei. Das heißt, er stand bereits auf dem Pult. Und unter anderem war eine Aufgabe, das Wesen des Aschenbechers bitte zu beschreiben. Heißt, bitte deskribieren, beschreiben. Das ist jetzt ein äußerst simpler Gegenstand. Man kann aber sofort verstehen, dass das Wesen des Aschenbechers herauszuarbeiten eine sehr knifflige Aufgabe ist. Erstmal kann er verschiedene Formen haben, verschiedene Materialien. Man kann auch einen Untersetzer als Aschenbecher nehmen. Man kann einen Blumentopf als Aschenbecher nehmen. Man kann die Asche in die Luft streuen. Das heißt, woran erkennen wir überhaupt einen Aschenbecher als solchen? Er ist überhaupt nicht zwingend notwendig. Noch dazu, wenn Husserl den Aschenbecher hochhielt, das gehörte zur Übung dazu, fragte er, was zu sehen ist. Natürlich kam die Antwort Aschenbecher und er sagte, Sie sehen ihn aber gar nicht. Sie sehen maximal die vordere Seite, ich halte ihn aber so, dass Sie die Rückseite gar nicht sehen. Vielleicht ist er hinten offen. Er dreht ihn dann natürlich um, dann zeigte sich schon, dass es ein geschlossenes Gefäß war. Dann sagt er nochmal, Sie sehen aber auch den Boden gar nicht. Also je nachdem, wie ich ihn halte, können Sie überhaupt nicht sagen, dass Sie den ganz sehen. Vielmehr gehört bereits zu der Frage hinzu, was Husserl dann auch ausführt, dass wir in der Regel ein Phänomen gar nicht von allen Seiten sehen. Was aber noch nicht mal sehr wichtig ist, ist gar nicht mal ausschließlich wichtig, sondern wir ergänzen aus verschiedenen Erfahrungen das, was wir sehen. Und nun ist die Frage, wie beschreiben wir einen Gegenstand tatsächlich so, dass er erfasst ist? Versuchen Sie es mal zu Hause, Sie werden sich ziemlich mühen müssen. Ja? Sie können auch das Wesen des Tisches beschreiben. Der kann drei Beine haben, man kann sich auch draufsetzen und trotzdem haben Sie das Wesen des Tisches damit nicht erfasst. Das heißt Methode. Vier Schritte. Es gibt übrigens mehr, ich gebe aber die großen. Und damit haben Sie bitte bereits einen Hinweis darauf, wie Edith Stein denkt. Und Sie erinnern sich bitte jetzt auch bereits, dass ich gesagt habe, dass Edith Stein in einem erstaunlichen Maße nicht von sich selbst spricht. Und das hängt mit der Methode zusammen, denn vier Klammern müssen beim philosophischen Denken eingehalten werden. Vier Einklammerungen. Klammer heißt Epoche. Dasselbe Wort, wie man Epoche schreibt, aber anders betont.
Husserl hat Epochä verlangt von seinen Schülern und das mit einer sehr strengen Art und Weise. Es gab keine sehr schnellen Antworten, die hat er sehr zurückgewiesen. Er hatte übrigens einen Ausdruck, also wenn die mit sehr schnellen Erklärungen kamen, sagte Husserl immer, bitte Kleingeld und keine großen Scheine. Wie sieht das Kleingeld aus? Zuerst wird eingeklammert in der Anschauung, objektiv, was gefühlsmäßige oder sonstige subjektive Vorurteile sind. Jetzt klammere ich bereits mein eigenes Ich ein. Ich weiß schon, was ein Aschenbecher ist. Das ist sofort einzuklammern, ich weiß es nämlich nicht. Das, sonst könnte ich es nämlich gleich sagen. Ich kann natürlich hinzeigen, ja, aber ich könnte mit einem Satz, ich könnte das Wesen des Aschenbechers so schnell nicht wiedergeben. Mit anderen Worten, ich muss nun lernen, eine Sprache zu nutzen, in der meine eigenen bisherigen Ansichten zunächst einmal möglicherweise überhaupt nicht mehr vorkommen. Mein eigenes Ego spielt hier keine Rolle. Zweiter Gedanke, in der reinen Deskription, noch einmal Beschreibung, wird eingeklammert, idealiter, was andere Theorien bisher dazu gesagt haben. Ein Philosoph wird nicht damit beginnen, indem er sagt, aber Platon hat ja schon gesagt. Das ist möglich. Übrigens, Platon ist ein Vorbild Husserls, aber trotzdem ist das Argument Platons nicht als solches stimmig. Plato amicus, magis amica veritas, hat schon Thomas von Aquin gesagt. Platon ist mein Freund, aber noch größere Freundin ist die Wahrheit. Also natürlich kann ich Autoritäten heranführen, aber die sind kein letzter Beweis. Das heißt, ich habe hier eine Beschreibung zu liefern, in der ich auf solche Zusatzautoritäten verzichte. Autoritäten sind zunächst mal kein Beweis, also keine legitime Beweisform. Sie merken mal, wie streng dieses Hinsehen wird. Ein dritter Punkt, ich habe die aktuelle Anschauung. Das heißt, ich schalte auch frühere Erkenntnisse erstmal weg. Aktuell heißt gegenwärtig. Ich bin gegenwärtig. Ich muss mich in einer unglaublichen Konzentration in einem Präsens befinden. In einem Präsens, einer Gegenwart. Das gilt vor allem für sinnliche Gegenstände. Es gibt dann natürlich geistige Inhalte, deren Präsens nicht so zu definieren ist. Zu dem Präsens gehört dann später bei Husserl sehr anstrengend, aber Sie merken dann auch, wie genau das wird, dass ich natürlich nicht nur ad hoc, also jetzt im Augenblick, einen Gegenstand wahrnehme, sondern dass jetzt kommt die Zeitdimension hinzu, dass zu einer wirklichen präsentischen Anschauung eine etwas längere Zeitdauer wichtig ist. Husserl nennt sie die Retention und die Protension. Also ich strecke mich in der Wahrnehmung auch ein wenig zurück und ich greife auch ein wenig vor. Das mache ich nicht beim Apfel, der liegt einfach da. Aber wenn ich zum Beispiel das Wesen der Sprache bedenke, dann besteht ja Sprache nicht nur aus den Silben, die gerade gesprochen werden, das ist ja Blödsinn, sondern ich muss den Zeitablauf als Zeitablauf auch mit in die Betrachtung nehmen. Das ist ziemlich anstrengend. Ich muss also gewisse Zeiteinheiten überschauen, lernen, um dem Wesen zum Beispiel eines Satzes gerecht zu werden. Also nur Beispiele. Sie brauchen sich jetzt, also wenn es Ihnen schwerfällt, da sich einzufinden, Sie hören jetzt einfach erstmal zu. Also in dem Sinne sind verschiedene Vorgänge notwendig, damit ich diese aktuelle Anschauung auch wirklich leiste. Und der letzte Punkt ist noch das komplexeste. Im vierten Schritt muss ich die Einzelheiten, die ich wahrnehme, so wahrnehmen, dass ich sie als Einzelheiten möglicherweise auch ausscheiden kann und dann endgültig beim Wesen bleibe. Die Einzelheiten sind zunächst mal natürlich eine Hinführung zu einem Gegenstand. Aber ich muss jetzt unterscheiden lernen, ob Einzelheiten eher zufälliger Art sind oder ob sie jetzt tatsächlich zu einem Gegenstand als solchen gehören. Und dann bin ich bei dem, was nun essential ist. Essentia ist das Wesen. Wir lassen es dabei bleiben. Es gibt noch mehr Einschränkungen. Aber nun Edith Stein, die als Meisterschülerin diese Methode lernt, wie sie sagt, in einer sehr schönen Stelle, das bezieht sich auf das Übersetzen, aber das heißt im Grunde genommen auch das Denken, Übersetzen auf den Gegenstand.
eine Fensterscheibe werden, durch die das Licht rein hindurchstrahlt. Ein sehr schöner Satz. Licht ist ja auch eine Metapher für Erkennen. Ja? Und insofern hat der Philosoph vollständig zurückzutreten hinter diesen Erkenntnisvorgang, durch den das, was er erkennt, durchstrahlt. Also entscheidend ist der Gegenstand, das Etwas, auf das er seine Erkenntnis richtet. An dieser Stelle werden wahrscheinlich Fragen später kommen, aber wir möchten, oder ich möchte gerne einmal diese Position nochmal unterstreichen. Wir haben hier ein Freiräumen von Auge, ein Freiräumen von Denken, ein Ablegen von Vorurteilen. Nicht die Frage, was meine ich dazu, die ist völlig verboten. Also Meinungen sind überhaupt keine philosophische Position. Dazu hilft übrigens ganz entscheidend, auch nachher beim Gespräch, wenn Sie keine Ich-Formeln verwenden. Also ist vielleicht auf den Anhieb ziemlich schwierig. Aber verzichten Sie übrigens, wenn Sie wirklich philosophieren, müssen Sie einfach eine Zeit lang lernen, auf Ich verzichten. Die Vokabel fällt einfach nicht, ja. Natürlich gibt es sowas wie dann ein transzendentales Ego, also sozusagen mein essentielles Ego, das ich mit allen teile. Aber es ist eine ganz große Hilfe. Das kann man natürlich in den Seminaren mal üben. Fangen Sie mal Ihren Satz nicht mit Ich an. Ja? Dann haben Sie ziemlich schon eingezahlt ins Denken. Das heißt, die Ich-Position ist hier, also in der Phänomenologie zunächst mal überhaupt nicht sinnvoll. Wir bleiben dabei und ich spitze das jetzt zu und dann gehen wir auch gleich in den zweiten Teil über. Edith Stein hat damals noch als Agnostikerin, wie die meisten Kommilitonen ihrer Gruppe, wir kennen die im Einzelnen, sehr viele Juden übrigens, also Husserl selber war Jude, aber auch Husserl hat keinen großen Gebrauch gemacht von einer, er hat das Wort Gott zum Beispiel versucht, er hat es auch vermieden, er hat es nicht verwendet. Bewusst nicht verwendet. In der Philosophie spielt das Wort Gott bei ihm jetzt zunächst mal keine Rolle. Aber er hat seine Schüler gezwungen, und zwar wirklich gezwungen, in dieser sehr reflektierten und sehr meinungsabstinenten Weise zu denken. Und das heißt, mit einer Genauigkeit, mit einer Rückstellung der eigenen Interessen an Gegenständen zu arbeiten, sodass, wie gesagt, das möglichst reine Auge, das möglichst reine Auffassen dessen, worum es geht, zur Sprache kommt. Ich gebe jetzt ein Beispiel, das ganz skurril klingt, weil es uns jetzt auf den zweiten Teil hinlenkt. In derselben phänomenologischen Weise kann ich die Frage behandeln, was ist das Wesen Gottes? Das ist übrigens eine phänomenologische Frage. Nach allem, was Sie gehört haben, ist entscheidend, dass dazu der Glaube an Gott überhaupt nicht nötig ist. Das bitte mal einsinken lassen. Warum ist er nicht nötig? Es ist überhaupt kein Glaube an irgendetwas nötig, sondern auch Husserl hat eine ähnliche Frage gestellt, das Wesen einer Meerjungfrau. Es ist sowieso klar, dass es keine Meerjungfrauen gibt. Dennoch gibt es ein Wesen der Meerjungfrau. Und zwar warum? Weil Andersen darüber geschrieben hat, dann haben wir noch andere Erzählungen. Und das heißt, wir können aus diesen Erzählungen selbstverständlich sowas wie das Wesen einer Meerjungfrau herausarbeiten. Im vollen Wissen, dass sie nicht existiert. Das spielt keine Rolle. In der Phänomenologie ist die Existenz eines Gegenstandes nicht die Frage, sondern die Essenz. Bitte immer merken. Das Wesen ist die Frage, aber nicht die Existenz. Das klingt jetzt eigenartig, aber Sie könnten genauso gut eine Aufgabe erhalten, das Wesen eines Engels oder das Wesen der Engel phänomenologisch herauszuarbeiten. Oder eben das Wesen Gottes. Wie tun wir das? Es gibt Schriften, in denen Erfahrungen mit Gott beschrieben werden. Ich frage nicht, ob die Erfahrungen fiktiv sind, sondern sie sind beschrieben, sie sind übrigens relativ übereinstimmend beschrieben. Es gibt viele Beschreibungen. Wir können die Heilige Schrift aufschlagen und wir kommen dann in der Durchdringung, wenn wir die sozusagen die Ausschmückungen oder die sagen wir mal die nebensächlichen oder die akzidentellen Positionen durchdrungen haben,
zu sehr vielen Aussagen über das Wesen Gottes, zum Beispiel Allmacht, Allwissenheit, übrigens Dauer, das ist selbstverständlich, gehört auch dazu. Also wir fragen jetzt nicht nach dem Wesen von Göttern, denn die sind sterblich, aber nach dem Wesen Gottes, so wie sie die Heilige Schrift beschreibt, völlig unabhängig von meiner Zustimmung oder ob ich das annehme, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist überhaupt nicht gefragt, sondern ich beschreibe nun das, was in diesen Schriften als Wesen Gottes herauszudestillieren ist. Damit sind wir bereits an einem entscheidenden Punkt. Und damit haben Sie gesehen, dass ich von der inneren Logik des Denkens selber an Gegenstände rühre, an die ich weder glauben muss, ich muss nicht einmal von ihrer Existenz ausgehen, aber ich räume auf jeden Fall einmal Positionen weg, die mit diesem Wesen nicht vereinbar sind. Ich habe auch keine skeptischen Positionen, die spielen überhaupt keine Rolle, sondern ich versuche in der Näherung an das, was ich hier als gedankliche Vorarbeit in solchen Schriften zeigt, noch einmal auf den Punkt zu bringen. Ich darf das mit einer Anekdote unterstreichen. Einer der späteren Schüler Husserls, den Edith Stein nicht mehr kannte, war Hans Jonas. Sie merken überhaupt, dass wir im Schülerkreis Husserls eine Menge, also wirklich extrem viele berühmte Namen haben. Husserl ist eine der allerersten Adressen der damaligen Philosophie. Und wir haben in diesem Schülerkreis unglaubliche Potenzen. Hans Jonas hat dazu gehört. Hans Jonas wurde einmal gefragt, Hans Jonas, auch ein Jude, der wenig Gebrauch machte von seinem Judentum, aber seine gläubige Haltung brauchen wir jetzt hier nicht beleuchten. Er wurde gefragt, was würden Sie tun, wenn Gott Ihnen begegnete? Eine sehr schöne Frage. Jonas antwortet schlagend, großartig, hinreißend, damit haben Sie das, was Phänomenologie ist. Ich würde ihn beschreiben. Sie lachen nicht, schade. Ich würde ihn beschreiben, heißt, es ist jetzt nicht die Frage, ob ich eine Sinnestäuschung habe. Verstehen Sie, man könnte sagen, na gut, vielleicht bin ich sozusagen in einer Art von Absenz oder was. Nein, also ein Phänomenologe beschreibt, ist auch nicht die Frage, ob er ihn anerkennt. Es ist nicht die Frage, ob er sich dazu anbetend verhält, ja. Es ist natürlich ein skurriles Beispiel. Aber Sie haben vielleicht den Ernst, die Tiefe, in gewissem Sinne auch die Negativität, das heißt das Aussparen von vielen anderen möglichen Haltungen, aber auch die Arbeit der Phänomenologie damit beschrieben. Den Ernst, die Tiefe, die Negativität und die Arbeit. Übrigens ein Zitat von Hegel, das ich jetzt habe. Was Denken heißt. Es ist in sehr vieler Hinsicht eine ganz disziplinierte Angelegenheit. Und eben nicht ein Ausleben persönlicher Meinungen. Übergang zur zweiten Position. Nämlich zur Frage, wieso am Phänomen Mensch bei Edith Stein eine Transzendenzoffenheit beschrieben wird. Gut, wir haben jetzt wesentlich Husserl gehabt. Ich verlasse ihn und wir gehen jetzt in die Arbeit, die Edith Stein macht. Sie gerade, wir haben schon eine Stunde, ich brauche jetzt noch eine Viertelstunde. Aber wir haben die Vorarbeit. Edith Stein hat ab dem Alter von 14 Jahren nicht mehr gebetet, radikaler Unglaube etc. Dieser radikale Unglaube wird in der Philosophie nicht eigentlich erschüttert. Das ist nicht der Fall. Aber was sie in der Phänomenologie lernt, bedeutet, methodisch auf einen Gegenstand zuzugreifen, indem sich bestimmte sozusagen Schlampereien des Denkens, des Meinens, der Vorurteile schlicht und einfach nicht halten lassen. Im Kreis von Husserl gibt es sehr viele Konversionen, was Husserl furchtbar irritiert hat, weil er sich vor den Kollegen blamiert glaubte. Und hinzu noch kam, dass er sagt, er habe im Grunde genommen überhaupt nicht über Gott gesprochen und er versteht überhaupt nicht, und übrigens spezifisch bei Edith Stein nicht, seiner Meisterschülerin, auch Fräulein Dr. Edith Stein schreibt er dann, es ist ein Unglück in den Seelen, also offensichtlich ist sozusagen alles Mögliche in einer Verwirrung, die ihn selber wirklich, wirklich irritiert und auch geniert. Dennoch ist es kein Zufall, dass gerade aus dieser Denkschulung heraus
die vielen Konversionen erfolgen. Und wir gehen jetzt zu Edith Stein, um zu sehen, dass sie dazu noch einen weiteren Weg beschreitet. Also nicht nur diese Form der konzentrierten, disziplinierten, vorurteilsfreien Genauigkeit des Hinsehens, sondern auch thematisch in der Beschäftigung mit dem Menschen nun einen weiteren Schritt tut. Ich stütze mich jetzt auf zwei Arbeiten von ihr, mache das jetzt nicht mehr ganz ausführlich, aber ich glaube, der Übergang wird sehr deutlich. Und zwar die erste kleine Arbeit, die schreibt sie schon im Vorfeld ihrer Taufe, die heißt Freiheit und Gnade, ist jetzt in ESCA 9, äußerst lesenswert. Und zwar fragt sie nach dem Phänomen der Selbstwahrnehmung. Das heißt, wenn ich nach dem Menschen frage, kann ich natürlich auch selbstverständlich meine eigene Menschlichkeit zunächst mal als Phänomen betrachten. Also noch einmal bitte, nicht meine Persönlichkeit, nicht meine Egoität, nicht mich persönlich. Aber wenn ich nach dem Menschen frage, kann ich in der Tat einen Ausgang vom Ego machen, allerdings nicht vom subjektiven Ego, sondern von dem Ego, das alle Menschen als ihre eigene Egoität auch haben. Auch hier wird zunächst einmal natürlich deutlich eingeklammert. In der kleinen Arbeit Freiheit und Gnade unterscheidet Edith Stein in der Egoität, also in dem, was das Menschsein ausmacht, zunächst einmal zwei Ebenen. Das eine ist die Naturhaftigkeit des Menschen. Dazu gehört mein Körper. Sie werden gleich sehen, dass selbst Körper dafür nicht genügt, sondern dass dafür noch ein zweites Wort gefunden werden muss, weil der Körper sich nämlich auch schon selber transzendiert. Transzendieren bitte nicht religiös hören, sondern beschreibend hören. Wieso? Der Körper ist zunächst mal unterworfen Naturgesetzen, schlicht und einfach Schwerkraft, Materialität, Gesetzlichkeiten des Wachsens, des Abnehmens, des Sterbens, auf die wir willentlich nicht oder sehr wenig Einfluss haben können. Auf manche Dinge haben wir gar keinen Einfluss. Transzendieren heißt jetzt aber, dass das Ich, das in dieser deutlichen Determination durch den eigenen Körper lebt, Fähigkeiten hat, darüber hinauszugehen, und zwar durch das, was schon die Psyche heißt. Edith Stein hat Psychologie studiert, Psyche ziemlich genau definiert. Psyche ist die Triebwelt des Menschen, die auch in einem sehr hohen Sinne noch determiniert ist. Das heißt, dass wir auf bestimmte Reize, Hunger, mit essen wollen oder essen müssen reagieren. Ein sehr schlichtes Beispiel. Das heißt, die Triebwelt ist in diesem Sinne auch in der Verfassung einer Kausalität in uns. Wir haben Reize, kausale Reize, auf die wir bestimmte Antworten geben, zunächst mal sage ich müssen. Triebe, die nicht beantwortet werden, werden ja dann letzten Endes letal, also darauf antwortet dann der Körper mit Letalität. Aber in diesem Sinne ist die Psyche als eine Form der Reizbeantwortung zunächst einmal nicht frei, sondern in wesentlichen Dingen determiniert. Dennoch leitet sich in der Psyche, also wir sind hier in einem eher naturwissenschaftlichen Betrachten der Psyche. Edith Stein hat das auch genauso wahrgenommen, übrigens Freud natürlich, sie hat auch Freud gelesen, sieht ja die Psychologie als eine solche naturwissenschaftliche Disziplin an, mit anderen Worten über Kausalität bestimmt. Dennoch, bereits jetzt deskriptiv einen Schritt weiter, unleugbar hat der Mensch aber nicht nur determinierte Momente, sondern in einer weiteren Beschreibungs-, also wir müssen sozusagen Schichten abtragen. In einer weiteren Schicht unseres Daseins ist dennoch so etwas wie Freiheit merklich. Edith Stein nennt diesen Bereich der nächsten Schicht dann die Seele. Seele und Psyche sind nicht identisch. Psyche ist der, nennen wir es so, jene Schicht in der Seele, die selber nochmal kausal strukturiert ist. Also nochmal Reizreaktion. Die Seele hat eine weitere Qualität, nochmal deskriptiv. Edith Stein beschreibt sie als motivierbar. Unterscheiden jetzt bitte Kausalität von Motivation. Darüber hat sie später einen Versuch einer Habilitation gemacht. Motivation bedeutet nicht geschoben werden, auch nicht unfreie Reaktionen, sondern von etwas angezogen werden,
wir nennen gleich den Ausdruck Wert. Hier kommt Scheler ins Spiel. Das heißt, von etwas angezogen werden, motiviert werden, in Gang gesetzt werden, bewegt werden, auf das ich reagieren kann, aber nicht muss. Motivationen sind nicht zwingend. Ich kann mich gegen Motivationen auch verwehren. Scheler hat übrigens eine Werthierarchie aufgestellt, die ist bis heute sehr lesenswert, sehr lesenswert. Die ist auch nach wie vor philosophisch sehr gewürdigt. Edith Stein partizipiert hier auch gut. Der Wert kommt übrigens im Deutschen von der Silbe werts, also rückwärts, vorwärts, seitwärts und so fort. Wert ist also das, was uns wendet. Ja, der Wert ist also genau nochmal motivierend. Und Edith Stein hat dieser Motivation eine große Bedeutung beigeschrieben, weil uns der Wert nun bereits in eine Beziehung setzt. Das deutsche Wort Beziehung ist ausgezeichnet, weil es bereits einen Zug ausdrückt. Ja? Damit bin ich bereits in einer Transzendierung meiner selbst. Also wenn ich Anthropologie betreibe, kann ich den Menschen nicht einfach als in sich stehendes, statisches, in gewissem Sinne abgerundetes, auf sich selbst bezogenes Wesen nur definieren. Ja? Sondern Bezug, Zug, Motivation, Wert richtet, zieht uns bereits in eine, auf ein Gegenüber. Das kann ein Gegenstand sein. Edith Stein nennt das übrigens auch, das kann Schönheit sein. Das spielt bei ihr eine große Rolle. In manchen Beispielen spricht sie von der Musik. Das war übrigens ein sehr großer Bereich ihrer, ja, ihrer Liebe. Also Kultur, kulturelle Werte, so etwas wie Gutheit. Für sie selber persönlich übrigens dann auch Wahrheit. Wahrheit ist ein Wert, müsste man jetzt genauer definieren, aber ich zitiere den berühmten Satz, wer die Wahrheit sucht, das ist eine Aufgabe, das finde ich nicht vor, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Das ist ein Satz, der uns mündlich überliefert ist. Das heißt, wir haben hier schon transzendierende Momente. Sie müssen noch nicht an Gott denken, das ist noch zu früh. Aber die ganze... Also der seelische Bereich des Menschen ist einer, der nicht auf sich selbst sich nur richtet. Das tut er auch. Das ist auch eine, auch das ist eine Beziehung. Auch ich habe eine Beziehung zu mir. Aber ich habe eine andere Beziehung noch im Sinne einer Außenbeziehung auf Werte. Die können auch unsichtbar sein. Schönheit sehe ich zwar an Gegenständen, aber die Schönheit zunächst mal erkenne ich nicht konzentriert. In diesem Sinne ist die motivationale Seite unseres Daseins immer schon ein Herausgehen aus mir. Das kann ich unterbrechen. Ich kann es tun. Ich kann auch verschiedene Stufen dieser Motivation einnehmen. Ich kann in eine unglaublich tiefe Hingabe an einen solchen Wert leben. Aber ich kann von mir her, auch in meiner Freiheit, die ich habe, dieses Hingeben abschwächen. Es gibt verschiedene Formen. Und genau hier, bitte, das, wenn Sie das mal nachlesen, zeigt sich bei Edith Stein eben bereits diese sehr große Meisterschaft. Verstehen Sie, nicht nur irgendetwas zu beschreiben, sondern eben Schichten dieses Angezogenseins zu definieren. Sie hat das schon in ihrer Doktorarbeit, die ich jetzt auch gleich die ich sofort mit empfehle, nämlich in Einfühlung geschrieben, dass wir in der Seele einfach Schichten durchwandern. Wir können sehr häufig alltäglich bei einer ganz oberen Schicht bleiben. Aber wenn wir tatsächlich tiefer gehen, dann werden wir merken, dass wir Anziehung zulassen, abbiegen, bremsen, auch ausschalten können. Aber wir können sie auch aktivieren. Und das heißt, von Anfang an, der Mensch ist, wie sie dann auch sagt, transzendenzoffen. Das ist ein Wort, das auch andere Philosophen verwenden. Wir sind transzendenzoffen. Wir sind wertoffen. Wir sind nicht verkapselt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Mann wie Max Stirner dann sagen würde, ne? Wo man letztlich mit sich in seiner eigenen Welt natürlich abgeschlossen lebt. Nächster Schritt, wir sind nähern uns schon jetzt dem eigentlichen Ende. Ich muss das ein bisschen anschieben. Nächster Punkt ist jetzt nicht nur eine Wertoffenheit, Freiheit. Hier spielt Kant auch eine Rolle, aber das können wir jetzt mal sein lassen. Sondern ein nächster Schritt ist jetzt der Übergangsschritt von der Seele. Häufig kommt auch das Wort Gemüt, ganz große Ausführungen bei ihr, zu einer letzten Sinnspitze der Seele, nämlich der Geist. Der Geist ist nicht grundsätzlich anders als die Seele, sondern er ist, ich habe schon den Ausdruck genannt, die Sinnspitze.
Es ist sehr schwer deskriptiv, phänomenologisch den Geist von der Seele wirklich zu trennen. Das tut sie dann letzten Endes auch nicht. Aber Geist hat noch einen Moment, also wenn wir ihn jetzt tatsächlich noch mal fassen wollen, phänomenal, dann ist Geist auch ein deutliches Selbstverhältnis, also eine Selbstreflexivität. Also ich kann nicht nur Transzendenz offen auf Werte, Gegenstände, Welt sein, sondern ich bin auch offen zu mir. Und es bedeutet, dass ich dann auch in eine Reflexivität zu mir selbst eintrete. Muss nochmal unterscheiden, wir werden aber nur eine Seite nehmen. Ich kann mich selber auch persönlich reflektieren, natürlich jetzt dann wirklich persönlich, wer bin ich. Aber, das hat Husserl wieder sehr stark gemacht, es gibt ein Ego in mir, ein transzendentales Ego, das habe ich mit allen Menschen gemeinsam. Das heißt, noch einmal, hier kommt auch wieder eine sehr kantische Position durch. Wie reflektiert man? Wie reflektiere ich? Was heißt überhaupt Reflexion? Also ein Zurückbeugen auf sich selbst. Und jetzt kommt ein großer Punkt und jetzt kommt die Stelle, an der Edith Stein nun aus dem bloßen Deskribieren, phänomenal, diszipliniert, übergeht an eine Stelle, in der sich etwas in der eigenen Reflexion zeigt. Sie markiert diese Stelle, sie markiert sie übrigens auch sehr gut in Endliches und Ewiges Sein, da ist sie schon in ihrer natürlich schon gläubigen Phase. Aber ich möchte nochmal betonen, dass sie jetzt einen Schritt macht, den sie deutlich als nicht mehr zwingend formuliert. Nicht mehr zwingend. Bisher sind die, also Transzendenzoffenheit ist zwingend. Das ist eine zwingende Komponente am Menschen. Ich darf das nochmal so auch sagen, schon Sprache ist transzendenzoffen. Ja? Das, was wir sprechen, ist bereits eine transzendierende Bewegung. Da könnte man noch sehr viel sagen. Also mit Transzendenz verbinden Sie nicht zwingend immer schon gleich Religiosität. Der Mensch ist ein transzendenzoffenes Wesen. Er überschreitet sich beständig selber. In der Hingabe, in der Liebe, in der Sehnsucht, in der Suche nach Wahrheit. Ja, so. Edith Stein hat nun in dieser Transzendenzoffenheit eben auch nochmal die Reflexivität, auch das ist eine, verstehen Sie, dass ich auch in mich selber transzendiere, das ist nicht zwingend. Moment, das habe ich falsch ausgedrückt. Dass ich mich selber reflektiere, ist zwingend, weil ich ein Geistwesen bin. Aber was ich daran reflektiere, ist jetzt nicht im letzten Sinne nur abhängig von meinem, sozusagen von meinem Entschluss zu beschreiben. Sondern für Edith Stein zeigt sich nun gerade in der Reflexivität meiner selbst, also meines Inneren, meiner Sinnspitze, zum Wort Sinn komme ich gleich nochmal, dass in der Innendimension, sie nimmt jetzt eine Art von Trichter an, in den ich hinuntergehe. Ja? Also in der Selbstreflexivität komme ich in eine Art von Trichter nach innen. Sie nimmt übrigens an, dass dieser Trichter nach unten unendlich offen ist. Ich komme nicht an ein wirkliches Ende dieser Reflexion. Komma aber, jetzt wird es spannend. Und jetzt kann es sein, und bei ihr ist es so, dass ich in diesem Gang in das eigene Innere eine Antwort einstellt, die nicht von mir kommt. Jetzt bin ich bei einem Du. Und dieses Du nennt sie Gott. Das ist jetzt klassisch. Am Ende von Endliches und Ewiges Sein wird sie ihre Augustinus-Lektüre betonen. Das heißt, natürlich hat sie hier Vorgaben. Selbstverständlich arbeitet sie jetzt auch mit klassischen Positionen. Aber ich meine, dass der Schritt, also dieser Gang ins eigene Innere, der zunächst mal noch ein philosophischer Gang ist, die Frage der Selbstreflexivität, die Frage der Selbsthabe, die Frage auch der Selbstbeschreibung, an eine Erfahrung gerät. Und diese Erfahrung ist jetzt in der Tat eine, die kann ich annehmen, die kann ich aber auch ablehnen. Ich kann sie mögen, ich kann sie frei bestreiten, muss sie nicht vollziehen. Aber dass im eigenen Inneren ein Du auftaucht und mit der Tradition, die wir haben, nennt sie dieses Du Gott. Im Endlichen und Ewigen Sein nennt sie das übrigens die Stelle bei Exodus 3. Also ich bin, der ich bin, also mit dem großen Gottesnamen. Nochmal für alle die zuhören und selber agnostisch sind, weiß ja nicht, vielleicht sind wir alle gläubig.
Edith Stein macht das sozusagen nicht leichtfertig, sondern sie markiert das. Das heißt, man muss hier nicht mitgehen. Wer die Erfahrung nicht macht, macht sie nicht. Aber die Prüfung wäre, und das ist ein Gewinn aus ihrer Philosophie, sich zu fragen, ob man sie nicht machen will. Das ist eine ernsthafte Prüfung. Vielleicht macht man sie und wehrt sie ab. Das ist nämlich die Frage. Vielleicht ist das sogar, es bietet sich an, aber es ist noch ein Entschluss in uns, das auf jeden Fall nicht zuzulassen. Und das ist noch eine phänologische Frage. Also habe ich hier nochmal ein Vorurteil, sodass ich schlicht einfach nicht in diese Erfahrung eintrete. Und das wäre unredlich. Ist es nicht unredlich, nicht zu glauben? Das würde sie nicht sagen. Aber es ist unredlich, etwas, was sich anbietet als Erfahrung, nicht vollziehen zu wollen. Das wäre bei ihr unredlich. Ja? Also da wäre sie, glaube ich, relativ unnachgiebig zu sagen, habe ich tatsächlich geprüft, ob sich diese Erfahrung mir gänzlich verschließt oder will ich nicht. Das muss man natürlich dann über verschiedene Stationen nochmal überlegen. Komme ich mir selber hinter die Schliche? Ja, das wäre noch eine andere Frage. Das ist sehr schwierig. Aber bei ihr selber, tatsächlich, sie hat dann den Entschluss gefasst, das war eben diese Nacht im Juni 1921, diesen Widerstand aufzugeben. Und ab da wird Edith Stein eben in diese Wahrnehmung, übrigens dann auch in die Beschreibung, in die wirkliche Beziehung zu diesem Du treten. Das ist jetzt Glaube. Nochmal, dazwischen ist ein Sprung, bitte. Ja, das ist nicht, also Philosophie muss den Sprung nicht machen. Aber Philosophie kann bis zu dem Punkt führen, an dem dieser Sprung nun als sinnvoll erscheint. Mit dem Wort Sinn schließe ich. Der Untertitel des von endlichem und ewigen Sein heißt Aufstieg zum Sinn des Seins. Das heißt, die Frage, die Heidegger gestellt hat und die er dann auch negiert. Bei Edith Stein ist aber, wie auch bei Heidegger genauso, das Wort Sinn identisch mit dem Wort Richtung. Das gilt für alle europäischen Sprachen. Sinn heißt einfach Richtung. Und damit sind wir bereits wieder, wie wir gesehen haben, in der transzendierenden Bewegung. Das heißt, Denken ist nicht einfach bei sich bleiben, transzendiert nach außen in eine Richtung, auf einen Wert, der Wert, der zieht, transzendiert nach innen in die Selbstreflexion und erstaunlicherweise zieht auch da entweder die Frage des eigenen Ego, das mich zieht in seiner tieferen Erforschung, auch sinnhaft, oder, wie Edith Stein sagt, dann ein Du, das zieht, zu dem ich dann auch entschlusshalber eintrete. In diesem Fall ist nun Sinn, die Sinnfrage des Lebens, nicht in der Beantwortung meiner selbst mit mir selbst gegeben, sondern in dieser Beantwortung durch das, worauf ich hinziele, also genau auf den Wert, auf den ich zugehe. Sinn ist nicht kreisend, verstehen Sie? Die Sinnfrage ist nicht ein Kreis, also ich gehe von mir aus und ende wieder bei mir. Sondern Sinn heißt sehr wohl ein Heraustreten oder auch ein Hineintreten. Auf jeden Fall aber ein Dialog, eine dialogische Struktur und nicht eine monologische Struktur. Ja, ich ende einfach, weil es jetzt Zeit ist, mit einem Satz, mit dem ich gerne schließe, weil er verblüffend ist und normalerweise können solche Sätze nicht fallen, schon nicht aufgrund ihrer spröden, nüchternen Art. Aber wenn dieser Dialog einmal erreicht ist, kann es auch zu folgenden Sätzen kommen. Gibt es nicht viele, deswegen hören Sie mal einfach sehr, sehr gut zu. Es sind zwei Sätze. Es ist das große Geheimnis der persönlichen Freiheit, dass Gott selbst davor Halt macht. Er will die Herrschaft über die geschaffenen Geister nur als freies Geschenk ihrer Liebe. Hier haben Sie den Sprung nochmal, ne? Den hat sie jetzt über Freiheit formuliert. Ich muss ihn nicht lieben wollen. Ich muss Gott nicht haben wollen. Keineswegs. Also dieser Sprung ist hier über Freiheit definiert. Jetzt kommt der zweite Satz. An dem Tage, an dem Gott schrankenlose Macht über unsere Herzen haben wird, werden wir auch schrankenlose Macht über das Seine haben.
Das ist Dialog. Ich kann es nochmal lesen und dann wirklich Schluss. Ist es das Großmoment, an dem Tage, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz, über unsere Herzen haben wird, werden wir auch schrankenlose Macht über das Seine haben. Was schreibt sie? Jetzt muss ich gerade nochmal sehen. Ja, in Verborgenes Leben. Verborgenes Leben. Aus einem meditativen Text. Ich danke sehr für Ihr Zuhören.